Sorry Miei, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir drehen heute ein spezielles Video zu Halloween. Ne? Das ist ja auch so, dass dieses Feiertag, ne, für die Hexen, das ist der 31. Oktober. Ne? Das ist die, der letzte Tag von den 4 Tagen an diese Feuer. Ne? Das sind ja speziell immer am 1. August ist die dritte. Quasi die dritte Feier und am 31. wird das sozusagen beendet. Ne? Diese Fest beinhaltet auch das Sommerfest, ne? Quasi das Sommer beendet wird. Ne? Und ich habe mir gedacht, dass ich heute was Spezielles mache für euch. Das wird nicht einfach sein. Ich gebe das auch zu. Ne? Sowas habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich werde, also Ich versuche das zumindest, ne? Also ich hoffe, dass es wirklich rüberkommt, ne? Also ich werde versuchen, wirklich für euch eine Nachricht zu kanalisieren. Ich werde schauen, wer dir diese Nachricht schickt, ne? Ob es ein Mann, eine Frau ist, jemand von deiner Familie. Das können hier auch Vorahnen sein, das könnte hier auch jemand sein, der vor kurzem gestorben ist. Ne? Ich bin da auch sehr vorsichtig, ne? Und ich wollte euch noch auch etwas preisgeben. Und zwar, man weiß ganz genau, dass man an Halloween sowas bevorzugt, ne? Auch mal mit dieser Wiccan. Ich hoffe, ich sage das richtig, das ist so eine Tafel, das ist so eine komische Brettspiel, ne? Mit den Buchstaben. Ja, man sollte nicht mit sowas scherzen, das ist kein Scherz, weil du könntest dann wirklich Geister oder Wesen aufrufen, die eine niedrige Energie haben. Ne? Meistens kommen die immer mit. Ne? Und wie gesagt, ich schütze mich hier. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Das ist hier klar, das ist im Kollektiven. Wenn du dich angezogen fühlst von dieser Nachricht, wenn du Gänsehaut bekommst oder irgendwelche, wie kann man das beschreiben? Irgendwelche Momente, in denen du sagst, guck mal, das könnte meins sein, das könnte meine Nachricht sein, dann hörst du dir an. Aber wenn du sagst, nö, das sagt mir gar nichts, dann schaltest du einfach weiter. Weil, wie gesagt, das muss nicht für jeden sein. Das ist auch wirklich das erste Mal, dass ich sowas in der Art versuche zu kanalisieren. Ich werde nur die Tarotkarten benutzen, nichts anderes, ne? Nichts anderes, nur die Tarotkarten und meine eigene Energie, ne? Und dann noch ein paar Karten, die habe ich selber hergestellt. Ich werde dann einfach noch ein paar Karten ziehen von denen hier. Guck mal, Vertrauen. Ja, du sollst vertrauen, das stimmt. Vertraue, ne? Vertraue diese unsichtbare Welt, ne? Das, was gerade dir gegeben wird, das ist sehr wichtig, dass du vertraust. Ne? Wenn du nicht vertraust, wenn du sagst, ich glaube nicht an sowas, dann brauchst du das dir auch gar nicht anhören. Aber wie gesagt, das ist ja normal, dass du bestimmt irgendwie an sowas glaubst, sonst würdest du nicht dir mein Video anschauen. Ne? Irgendetwas hat dich ja angezogen. Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Im Kollektiven, ich fange an zu mischen. Im Kollektiven für meine lieben Abonnenten im Kollektiven, bitte gibt mir diese Nachricht, die ich übergeben sollte, an irgendeine Person da draußen. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht, was euch erwartet. Die Sonne. Diese Person hat eine große Rolle in euer Leben gespielt. Diese Person war sehr positiv. Also diese Person hat eine positive Aura gehabt. Das ist auch eine große Arkane. Also ich würde hier sagen, dass diese Person hier mit dir kommunizieren möchte, aber nicht aufdringlich sein müsste. Ne? Das ist ja klar, die Sonne. Das sagt schon alles. Ne? Das könnte hier auch, weil wir die Sonne haben, dass es eine maskuline Seite ist. Dass hier auch die maskuline Seite aktiviert ist. Also es könnte hier ein Mann sein, aber das muss nicht sein. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Person, die teilweise, entweder fühlt sich diese Person blockiert, hier auf diese Dimension, oder diese Person sagt, ich möchte nicht, dass du dich blockierst. Ich möchte nicht, dass du in deinen Verstand dich verlierst.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, mit was das zu tun hat, ne? Ich übergebe dir diese Message und du nimmst sie und setzt sie um, ne? Also ich scherze nicht mit sowas. Das ist für mich etwas Wichtiges, was ich mache. Und ich mache das wirklich mit meinem Herzen, ne? Also wie gesagt, mal schauen, was sie uns noch sagen. Bitte gib mir hier die Nachricht für meine lieben Abonnenten. Vi prego, spirit guida. Guck mal, die fallen schon, die Karten. Oh mein Gott, okay, sehr, sehr schön. Diese Person hast du schon mal kontaktiert oder du hattest schon mal Kontakt mit dieser Person. Also du hast versucht, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen oder du hast dich schon über diese Person informiert. Du hast hier schon mal einen Hellseher oder eine Hellseherin, ein Medium, irgendjemand kontaktiert, um mit dieser Person zu reden oder du hast das im Kopf gehabt, das zu tun, ne? Ich vermute auch ganz stark, dass diese Person wirklich dir etwas sagen möchte. Diese Person möchte mit dir kommunizieren und das ist kein Zufall, ne? Dass ich gerade das sage. Weil, wie gesagt, hier ist auch diese Hellseherin da zu sehen. Das ist die Königin der Münze. Wir wissen ganz genau, die Königin der Münze ist auch eine Person, die sehr empathisch ist und die hier kann sie auch wirklich sehr viel kanalisieren, ne? Mal schauen. Ich bin mal wirklich gespannt. Sie sagt gerade, diese Person, ob es eine Sie oder ein Er ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das werden wir gleich sehen. Diese Person sagt gerade, ich weiß, wie das eine Last für dich ist. Das könnte auch gut sein, dass der Tod von dieser Person für dich eine Last ist. Dass du das einfach, das ist schwer, alles zu tragen. Das ist so, als würdest du sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Tod dieser Person sein. Das könnte auch allgemein sein, dass du gerade eine schwere Phase im Leben hast. Ne? Und diese Person sagt, ich bin für dich auch da. Denk nicht, dass du alleine bist. Ich bin da, ich sehe diese Last, die du tragen musst. Ne? Die Welt ist zerbrochen. Also diese Welt, an das, was du geglaubt hast, kein Wunder, dass wir Vertrauen hatten. Das ist so, als ob du den Vertrauen verloren hast. Ich weiß nicht, an Gott, an diese universale Energie, oder du hast gezweifelt. Das könnte auch gut sein in der Vergangenheit, aber vieles, vieles ist nicht mehr so wie früher. Hier sind auch Warnungen. Diese Person sagt dir auch, ne? Sei vorsichtig, ne? Sei vorsichtig. Ich weiß ja nicht, was du gerade tust oder wo du gerade tätig bist. Aber hier warnt diese Person dich, ne? Mit dieser Katze, die schwarze Katze. Bei uns ist es immer, habe ich schon mal gesagt, eher ein Presagio. Das ist eigentlich sagt man, das ist ein Aberglaube. Aber die schwarze Katze an sich hat immer einen Einfluss, energetisch. Und das könnte gut sein, dass du hier irgendwie gewarnt wirst. Du hebst dich irgendwie fest an irgendetwas, das aber nicht mehr existiert. Machen wir weiter. Ja, und du bist sehr, sehr traurig. Sehr sogar, ne? Du bist auch in diesem Opfermodus. Das ist wirklich, das ist wie wenn du nicht diese Freude spüren kannst, ne? Aber diese Person leidet mit dir. Das ist wie wenn diese Person sagen würde, lass mich gehen, lass mich los. Wenn du mich, vorhin hatten wir acht der Schwerter, ne? Wenn du mich, wie sagt man das? Du blockierst mich mit dieser Energie. Wenn du also an mir dran hältst, ne? Oder irgendwie die ganze Zeit an meiner Situation denkst, dann kann ich nicht vorwärts kommen, ne? Dann kann ich nicht ans Licht kommen. Sowas in der Art. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Ich krieg grad selber Gänsehaut. Diese Person sagt, du befindest dich auf dem Weg. Du befindest dich irgendwo an die Straße, ne? Das ist ja klar, du hast irgendetwas, an dem du dich entscheiden sollst. Und diese Person sagt, entscheide dich, mach das Beste aus dieser Entscheidung. Sei vorsichtig, ne? Weil eine Straße kann dich dahin bringen und die andere kann dich dahin bringen, wo du vielleicht nicht mehr rauskommen kannst. Ich weiß nicht, was sie damit meinen, ne? Ich sage das öfters. Wer mit mir private Legung gehabt hat, kann das bestätigen. Ich sage nicht richtige Sätze. Das, was sie mir kanalisieren, das sind manchmal Wörter. Das ist so, als würde hier dieser Geist sagen, guck mal, eine Straße führt dich zum Erfolg. Die andere Straße hast du Hindernisse. Sei vorsichtig, ne? Ich picke noch eine Karte.
Diese Person könnte hier eventuell eine Person sein, mit der du deine Kindheit verbracht hast. Das könnte hier eine Mutter sein. Ich vermute ganz stark, dass es hier eine weibliche Seite ist. Eine Weiblichkeit. Das könnte ja auch eine Oma sein. Das könnte ja auch eine große Schwester oder eine Cousine. Irgendjemand. Irgendjemand, der dir sehr nah stand. Ne? Du kannst das auch umsetzen. Ne? Du kannst auch sagen, ein Mann. Weil manchmal, wie gesagt, kommt das in diese feminine Seite auch raus. Ne? Weil wir haben jetzt keine Königin oder König, das mir irgendwie sagen kann, welchen Geschlecht es ist. Aber wir haben ja beides. Ne? Guck mal, wir haben hier die Sonne und wir haben hier auch sechs der Kelche. Du hast schöne Erinnerungen mit dieser Person. Und diese Person ist mit dir auch eng verbunden gewesen. Das könnte hier auch ein Ex oder eine Ex-Frau sein. Ex-Mann, Ex-Frau, je nachdem, bitte setze das um, ne? Und das ist so, als würde diese Person an deiner Seite stehen und diese Person würde dir auch helfen. Diese Person zeigt dir den Weg, wenn du aber deine innere Stimme folgst. Guck mal, diese Karte ist hier sehr schön dargestellt. Mit den verbundenen Augen, ne? Diese Karte ist nicht wie die gewöhnliche Karten. Diese Karte sagt dir auch, ich zeig dir die Gerechtigkeit, aber die Gerechtigkeit ist auch in dir. Nicht nur nach außen, sondern in dir drin, ne? Sehr, sehr schön. Also, wir haben hier eine Legung, ich krieg selber Gänsehaut, aber diese Person möchte dich auch vorwarnen. Und mit dieser Person hast du einen wunderschönen Verhältnis gehabt. Eine wirklich solarer Mensch, ne? Die immer gelacht hat oder er hat gelacht. Ich kann dir nicht sagen, ob es Frau oder Mann ist, ne? Wie gesagt, ich versuche jetzt noch ein paar Karten von mir zu ziehen. Die habe ich übrigens noch nie benutzt. Ja, das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen schwer. Das sind ja wirklich Kartenurteil. Guck mal, Urteil. Bewusstheit. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, die sind nicht gut zu mischen, ne? Das gebe ich auch zu. Evolution, wow. Ja, das ist der Wahnsinn. Verbindung, was habe ich gesagt? Diese Person hat eine starke Verbindung zu dir. Ursache und Wirkung. Ursache, ja, und Wirkung. Das habe ich auch gemeint. Guck, legge causa, legge effetto, Transformation. Okay, guck mal. Du hast hier lauter Karten, die dir zeigen, dass diese Situation, die du gerade erlebt hast oder erleben wirst, das bringt dich zu einer Evolution deiner Seele. Du hast hier eine große Transformation und diese Person ist mit dir verbunden. Sie hilft dir auch, ne? Vielleicht spürst du das irgendwie oder mit Synchronie, wie sagt man das jetzt? Ah, das fällt mir jetzt eigentlich Synchronita auf Italienisch, ich weiß aber nicht jetzt auf Deutsch. Zum Beispiel, ich mache dir ein Beispiel, du siehst öfters die Elf. Die 11:11, du siehst die 22, ne? Du siehst Zahlen, du siehst Tiere in einer bestimmten Uhrzeit. Du könntest bestimmte Dinge sehen, ne? Und das sind Zeichen, ne? Und hier ist auch dieser Urteil. Das ist so, als würdest du manchmal auch über dich nicht positiv urteilen, ne? Ich sage so, das könnte gut sein, dass du manchmal zu hart zu dir selbst bist. Das sagen sie mir, ne? Und diese Person, ne, die mit dir diese Verbindung möchte, das sieht man hier. Diese Person sagt, du brauchst gar nicht von dir zu urteilen, so hart. Du brauchst nicht so hart zu sein zu dir selbst, ne? Versuche wirklich das Beste herauszuholen von dir. Wow, ich krieg gerade richtig Gänsehaut. Und vergiss nicht, dass alles, was du tust, ne, das wird hier eine Ursache und eine Wirkung. Das habe ich immer gesagt. Gauss effetto. Wenn du etwas Gutes tust, ne, wenn du dich hier fair benimmst, ne, gegenüber die Welt, bekommst du Faires zurück. Wenn du dich falsch benimmst, wenn du Böses tust, bekommst du das zurück. Vielleicht möchte dir diese Person sagen, ich weiß, was dir auf die andere Seite dich erwartet. Ich weiß, was auf die andere Seite ist, ne? Und das kommt mir hier rüber, ganz, ganz stark, ne? Und hier ist auch diese große Transformation. Ich stelle sie mal hierher. Also, du hast hier wirklich eine schöne Energie, die mit dir sprechen möchte, quasi auch wollte, weil, wie gesagt, hier ist der Kontakt. Also, diese Person möchte auch den Kontakt zu dir haben, dir irgendetwas sagen. Und was ich hier sehe, ist, dass diese Person dich auch ein wenig warnen möchte. Vielleicht hast du zwei Angelegenheiten, zwei Situationen. Und diese Person möchte dir sagen, dass du diese Variante wählen sollst, die dir
Sicherheit gibt, die dir mehr Sicherheit gibt, die dir dieses gewisse Etwas gibt, ne? Dass du sagst, dies ist mein Weg, ne? Ich weiß, dass die Seele eigentlich nicht diese Sicherheit bevorzugt, ne? Die Seele ist einfach eine Energie, die einfach sagt, ich gehe dahin, wo ich noch nie war. Ich gehe dahin, wo ich mich noch nicht auskenne. Aber wenn das der Geist sagt, ne, das ist ja klar, der Geist möchte dir hier diese Mitteilung geben, dann heißt es, dass er dich hier warnen möchte vor irgendetwas, ne? Und für mich ist es auch wichtig, weil wie gesagt, du hast mit dieser Person einen schönen Kontakt gehabt. Du hast wirklich sehr schöne Erinnerungen. Und wie man das hier sehen kann, ist es auf jeden Fall eine Situation, in der du irgendwelche Schwierigkeiten auch haben könntest. Ne? Das ist ja auch klar. Ich gucke mal ganz kurz. Ich frage mal nach, ob mir dieser Geist sagen kann auch. Ich versuche zu kanalisieren, wo diese Ursache liegt. Wo kann diese Ursache liegen? Mit was hat das zu tun? Bitte sag das mir. Spirit Guida, die Channel. Mit was hat das zu tun? Die Fallen hier. Mit einer Situation, die quasi mit deiner Stabilität zu tun haben könnte, mit der Familie. Das könnte hier auch mit einer Person zu tun haben, ne? Das könnte hier auch tatsächlich die Familie sein. Guck mal, die Liebenden. Das hat hier mit irgendeiner Person zu tun, ne? Mit dem du gerade Kontakt hast, ne? Du schläfst auch schlecht danach. Du hast Albträume. Du bist sehr unruhig wegen dieser Situation. Also es geht hier um dich und deinen Liebenden. Ob du jetzt Mann zu Mann bist, Frau zu Frau, diese Nachricht beinhaltet einfach die Stabilität von dieses Pärchen. Das ist so, als würde dir jemand sagen, wähle den Weg aus, der euch beide zur Stabilität bringt. So wie jetzt zum Beispiel, kämpfe für diese Liebe. Wenn du siehst, dass diese Liebe alles ist, was du hast und dass ihr zwei zusammengehört, ne? Weil hier ist auch diese Elf dargestellt, ne? Das ist diese Seelengefährte, das ist hier auch die Elf repräsentiert hier auch diese Zahl, die sagt, du bist hier auf den richtigen, ne? Du bist auf den richtigen Weg und das ist auch damit gemeint. Wow, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das hat hier mit einer private Angelegenheit. Bitte setze das um. Mit dir und dieser Person, die gegenüber von dir ist, kämpfe für diese Liebe. Feiere diese Liebe, ne? Bleib dran an dieser Situation. Ich weiß ja nicht, was du gerade durchmachst, ne? Das musst du jetzt selber umsetzen, ne? Wie gesagt, ich habe wirklich mein Bestes gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Das war wirklich nicht einfach. Ich schwitze auch ein bisschen, weil ich krieg auch Wärme dann. Das ist wirklich nicht einfach, ne? Okay, das war eure Legung, bitte setzt das um, ne? Und ich danke euch schon mal von Herzen, ne? Okay, macht's gut. Umba Gione, Happy Halloween. Tschüss!